allerseits. Moin! Wie geht's? Gut! Max Entertainment, was es heißt, wisst ihr alle. Fairer, besser, härter. Schon zu Beginn des Castings wird klar, das Ganze wird kein Zuckerschlecken. Wer keine Kampfsporterfahrung nachweisen konnte, wurde gar nicht erst zugelassen. Heute haben wir den Prüfungstag. Heute entscheiden wir, wer bei der Reality-Show teilnehmen wird. Seid ihr bereit, alles zu geben? Ja! In diesem Sinne gebe ich ganz kurz ab an die beiden Trainer und dann geht's los. Wir freuen uns sehr, mit euch zusammenzuarbeiten. Wir übernehmen jetzt gleich die Gruppen hier. Unser Motto ist, lieber ein Tag als Löwin zu leben, als 100 Jahre als ein Schaf. Doch bevor die Kandidaten so richtig loslegen durften, ging es erstmal zum medizinischen Check-up. Neben der standardmäßigen Untersuchung von Wirbelsäule, Brustkorb und innerer Organe wird vor allem auf Vorverletzungen wie Brüche an Händen und Füßen geachtet. Danach musste jeder noch Rede und Antwort stehen. Welche Kampfstile beherrschst du? Vollkontaktkarate, Thaiboxen, Kickboxen, Vale Tudo, Free Fight. Ringen, Boxen, Kickboxen, Taekwondo und Boxen. Vale Tudo, Free Fight. Gefragt war aber nicht nur Können, sondern auch Charakter. Welche ist deine Motivation, bei der Reality-Show mitzuwirken? Ich sehe es zum einen als Lebenserfahrung. Ein bisschen berühmter zu werden. Ich hoffe, dass der Mixed Martial Arts gut ankommt in Europa. Ich will etwas dafür machen. Um mehr Kämpfe zu kriegen, besser zu werden, andere neue Leute kennenlernen. Und zum anderen habe ich nichts zu verlieren, nur alles zu gewinnen. Das ist mutig. Ja, ich bin lernfähig. Endlich ging's ans Eingemachte. Boah. Bei einem speziell entwickelten Fitnesstest wurden Kraft und Kondition der Kämpfer überprüft. Nur wer bereit war, ans Limit zu gehen, hatte eine Chance. Zwei, voll jetzt, aber voll, okay, ja. Eine Minute. Komm, voll. Schöne, voll. Ausatmen, komm, jetzt mache ich Gas. Kannst du mir was hören? Komm, 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 komm. Man hört mir gar nichts, Freunde, was los? Jawohl, komm. Von der Seite her. Unter den Augen des Präsidenten und der Trainer gab jeder sein Bestes. Ob es am Ende gereicht hat, durften die Kandidaten gleich im Anschluss erfahren. Erkan Cinasoglu. Du bist dabei. Dimoski Igor. Du bist dabei. Andy Zimmermann. Vielleicht nächstes Jahr. Pascal Vogel. Ja. Du bist dabei. Marco Castillo. Vielleicht nächstes Jahr, nicht dabei. Das Leben ist hart. Doch Martial Arts Extreme ist härter. Schließlich dürfen am Ende nur 22 Kämpfer ins Camp. Da werden keine Kompromisse gemacht. Und so ist mancher Traum vom großen Ruhm früh zerplatzt. Die Gewinner dürfen in Berlin beweisen, ob sie zu Recht dabei sind. Martial Arts Extreme, die beiden Trainer sind hier bei mir und jetzt lernen wir sie kennen. Die Gladiatoren, 22 an der Zahl, die sich hier im Ring messen werden. Und die ersten fünf kommen jetzt zu mir in den Ring. Der erste ist der Martin Minder, Roland Stocker, Gianluigi De Ronzo, Dominik Burkhardt und Fabrizio Manzo. Und was diese Gladiatoren zu sagen haben, das seht ihr jetzt. Martin Minder. Das Coole ist die Dominanz über die anderen Leute halt und auch ein bisschen auf die Fresse austeilen. Und es ist halt schon ein geiles Gefühl. Knochenbrüche, Nasen und so gehen manchmal kaputt, aber gehört dazu. Wenn ich Meister werde, toll, ja. Und wenn nicht, habe ich bestimmt schön geprügelt bis dahin. Gianluigi De Ronzo. Ja, wenig Erfahrung. Und ich bin hier, aber mir ist das scheißegal. Ich komme hier und tue mein Bestes. Ein ruhiger Typ. Aber ich kann auch anders. Roland Stocker. Der Kick. Also der Kick, wenn du im Ring stehst, alles andere vergessen. Rundherum. Du hast nur noch. Du fühlst nichts, du siehst nichts anderes, du bist einfach da. Du musst deinen Gegner respektieren. Das ist wichtig. Wenn du das nicht machst, dann bist du ein Straßenschläger. Der Ring ist Business und was außerhalb ist, ist nichts. Hat nichts zu sagen. Fabrizio Manzo.
I start doing martial art about 20 years ago. The fight is against you, but not your against your opponent. I would like to win. I'm here to win. Dominik Burkhardt. Also ich finde es einfach toll, wie was man mit einem menschlichen Körper alles machen kann, oder wie man ihn bewegen kann. Ich trage sehr viel, aber wenn es dann gibt, ist dann mehr ein Punkt, da muss ich irgendetwas entweder in die Wand schlagen oder Stühle rumschmeißen oder so. Ich bin eher der schnell reingeht, so ich denke, das ist eine gute Taktik. Die ersten fünf sind schon da beim Martial Arts Extreme. Jetzt kommen sie, die weiteren Gladiatoren, und zwar Nummer 6 bis 11. Boris Racic, Amir Lekai, Hugo Blatter, Naim Lugulatia, Erkan Çinacoglu und Daniel Weiche. Daniel Weiche. Wenn wir in jedem Kampf mit Angst gehen, verletzt zu werden, werden wir niemals 100% geben können. Ich werde einfach kämpfen gegen den, der mir vorgesetzt wird, und ich werde alles daran geben, ihn zu submitten, auszunocken oder über die Runden zu besiegen. Mein Ziel ist es, hier alleine im Finale zu stehen und mich nicht um die anderen Kämpfer zu kümmern. Hugo Blatter. Seit meiner Kindheit habe ich immer auf der Straße gelebt mit Straßenkindern und so, und habe viele Schlägereien gehabt. Na, aggressiv bin ich nicht, aber so manchmal viel Ungeduld. Ja, weiß auch nicht, das ist im Blut. Amir Lekai. Wir Kämpfer sind eigentlich ruhige Typen. Wir sind keine Schlägertypen in dem Sinne, dass wir das lernen, um andere zu verprügeln. Überall musst du dir etwas beweisen. Das ist menschlich. Ich bin der Typ, der immer 100% gibt. Boris Racic. Kampfsport ist Action und ist immer was los. Das ist, ist spannend. Ist cool. Meine Mutter ist vielleicht nicht unbedingt dafür. Welche Mutter ist schon dafür, dass der Sohn in den Käfig geht? Ich bin überzeugt, dass ich 100% gebe. Ob ich gewinne, zeigt sich dann. Naim Lugadia. Ich wollte schon immer Free Fight machen. Ich war einfach schnell, bin ich dann nach vorne gekommen. Einfach vom Talent her. Ja, genieße es mal und trainiere einfach und schau, dass ich der Erste bin. Erkan Çinacoglu. Im Kampf findet überwiegend 80% im Kopf statt. Du hast halt immer dieses Adrenalinspiegel, wo hochsteigt. Das hast du, aber Angst würde ich nicht dazu sagen. Jeder ist schlagbar.